Zahnrad- und Zykloidgetriebe standen im Mittelpunkt des ersten Anwendertreffs Industriegetriebe. Genauer ging es um deren Bauformen, die richtige Auswahl und die optimale Auslegung. Reinhard Mansius, Autor des Praxishandbuchs Antriebsauslegung, erklärte, wie sich die Wahl des Getriebes auf den Motor auswirkt und umgekehrt. Aus der Praxis berichtete Volker Sprenger von der Wittenstein SE. Er brachte einen Kunden mit, bei dem Wittensteins Galaxiegetriebe im Einsatz ist und dort die Performance einer Werkzeugmaschine deutlich verbessert hat. Am Nachmittag stand die Getriebeauslegung im Fokus. Unter anderem ging es darum, wie Auslegungstools den Arbeitsalltag von Konstrukteuren erleichtern. Außerdem wurde diskutiert, wann sich ein Zukauf und wann sich eine Eigenentwicklung von Getrieben lohnt. Auf der parallel stattfindenden Ausstellung konnten sich die rund 80 Teilnehmer und Referenten austauschen und einzelne Themen vertiefen. Am 18. März 2020 findet die Folgeveranstaltung unter neuem Namen statt. Dann begrüßen wir zum Anwendertreff Mechatronische Antriebstechnik.